hat mich schon überrascht, dass der Xaver auch das FSJ gemacht hat, weil das einfach nicht so der soziale Typ ist. Er ist eigentlich der Musiker. Beim Xaver glaube ich, dass er ein FSJ gemacht hat, um einfach ein Jahr mehr Bedenkzeit zu haben, ob er wirklich Musik studieren will oder doch was anderes machen. Was ich beobachte, ist schon, dass die Philas und Philos einen enormen Entwicklungsprozess durchmachen. Am Anfang des Jahres haben die wenig Idee, was sie beruflich weitermachen wollen. Und am Schluss des Jahres ein ganz klares Bild, wie es beruflich weitergeht. Also wir sind ein Internat für schwerhörige und gehörlose Jugendliche, die hier ab der 5. Klasse bis zu ihrem Abschluss wohnen. Der Xaver ist genauso Ansprechpartner für die Kinder, wie ich es bin. Das Besondere am Xaver ist sein ruhiges Wesen. Gerade in einer Gruppe mit 6 pubertierenden Jungs ist es sehr wichtig, dass man immer so einen ruhigen, ausgleichenden Pol in der Mitte hat. Und das ist der Xaver hier. Dem Xaver ist wichtig, dass er mit dem, was er tut, was bewegt. Schlagen. Verstehst du die Aufgabe überhaupt? Was man machen soll? 14 geteilt durch 14 geht, oder? Ja, genau. Und 280 durch 14, wenn du mal überlegst, ob das geht oder nicht. Richtig, gut, gut. Alle Hellmeier-Kinder, das sind 3 Geschwister, haben bei uns hintereinander ein soziales Jahr gemacht. Und dann war das fast schon logisch, dass der Xaver auch zu uns kommt. Ich glaube, mein Bruder und ich haben beide dazu beigetragen, dass er sich auch für das FSJ entschieden hat. Weil wir ihm beide immer erzählt haben, dass es wahnsinnig viel Spaß macht, dort zu arbeiten und dass auch das Arbeitsklima total super ist. Gehst du bitte ins Bett jetzt dann? Nee. Aber es ist schon 9 Uhr fast. Und? Ja, ich kann ja auch eine Verlängerungsgleiche, wenn du nicht willst. Okay. Gut. Ich mach dann aus. Xaver hat sich durch das FSJ sehr verändert. Er redet viel mehr, er traut sich mehr zu, er geht mehr auf Situationen ein, die er vorher gescheut hat. Xaver hat die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule geschafft und im Herbst geht's dann los.